Yo Leute, Sidney am Start und willkommen zu einem neuen Berserk-Video. Es geht rein in ein Update-Video. Wir sprechen über den aktuellsten Manga-Stand. Dieses Video hat ein bisschen auf sich warten lassen. Das neue Chapter ist natürlich schon ein, zwei Wochen draußen. Aber wir kommen natürlich nicht drum rum. Es muss mal wieder über Berserk gesprochen werden. Ich habe dieses großartige Projekt dieses Jahr aufgenommen. Endlich gelesen und bereits zwei Videos zu dem Ganzen hochgeladen, wo ich meine Meinung dargelegt habe. Falls ihr die beiden Videos noch nicht gesehen haben solltet, dann empfehle ich die auf jeden Fall. Ich werde hier natürlich keine heftigen Analysen lostreten oder Arcs zusammenfassen oder sonstiger Kram. Wir springen direkt rein in das aktuelle Geschehen, denn jeder sollte Berserk auf seine Weise erleben, so wie ich es dieses Jahr auch getan habe. Also, erstes Seinen-Projekt auf dem Kanal wird natürlich wieder in Angriff genommen. Ich werde das Ganze in Updates bringen, heißt nicht jedes Kapitel wird hier betrachtet. Seit Miuras Tod sind die Kapitel meiner Meinung nach auch ein bisschen kürzer geraten, also es passiert nicht so arg viel. Was nicht schlimm ist, das wäre nur mein einziger Kritikpunkt. Es gibt auch andere Kritik, die nicht von mir kommt, die von anderen kommt. Leute, die auch einfach sagen, dass es nicht mehr das Berserk ist, was sie angefangen haben oder dass es mit Miuras Tod auch beendet wurde so mäßig. Was ich ein bisschen respektlos finde, sag ich ganz ehrlich, weil rein inhaltlich ist jetzt nicht so heftig viel passiert, als dass man den Unterschied festmachen könnte. Aber ja, also aus meiner Sicht ist das immer noch das gleiche Berserk wie zu dem Zeitpunkt, als Miura da noch selber Hand angelegt hat. Aber ja, also wir kommen auf die aktuellsten Dinge zu sprechen. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da für den Support. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Berserk verpassen wollt. Wir gehen rein in die verzweifelte Review und rein in den verzweifelten Guts. No homo. Also, um ein bisschen Revue passieren zu lassen, um grob mal zu erklären, was die letzten Chapter so passiert ist. Wir sind in Elfheim, das heißt, wir haben eine Zuflucht gesucht für Casca. Man hat ein bisschen eine friedlichere Atmosphäre schaffen können. Man hat ein bisschen Einblick in die Vergangenheit von dem Sky Knight kriegen können oder von der Godhand. Da gab es ein paar interessante Stellen, die ich beim letzten Video schon hervorgehoben habe, dass es ein bisschen in die Hintergründe oder in die Backstories reingeht, was wirklich damals vor der Zeit von Guts passiert ist, oder ein bisschen Worldbuilding schaffen können. Man hat natürlich auch versucht, Cascas Erinnerung wiederherzustellen, weil ihr Geist natürlich für eine lange Zeit zerbrochen war sozusagen und der wurde wiederhergestellt. Sie konnte aber dann dafür nach Wiederherstellung ihres Geistes nicht mehr Guts unter die Augen treten, weil durch Guts wurde sie an die Eclipse erinnert. Das war sehr, sehr traurig, sehr, sehr mies für Guts als MC. Da hat man auf jeden Fall mit ihm mitfühlen können. Und aktuell gibt es natürlich den großen Abschluss von diesem Phantasia Elfheim Arc sozusagen. Denn wir haben das Mondkind, das ja immer mal wieder auftaucht, wenn der Mond scheint. Und dieses Kind koexistiert sozusagen mit Griffith. Und Griffith ist jetzt hier reingekommen nach Elfheim und hat diese ganze Ortschaft quasi gesprengt, hat diese vernichtet, hat diesen Weltenbaum oder was das ist zerstört und dadurch eine sehr, sehr schlimme Konsequenz herbeiführen können. Nicht nur hat er Casca mitgenommen und entführt, er hat also Guts wieder einmal gebrochen durch Griffiths Zerstörung des Baumes und von Elfheim und so weiter, wird die Astralwelt nicht mehr mit der physischen Welt connected und die Astralwesen lösen sich auf. Bedeutet, wir haben hier einen Eclipse-artigen Zustand, einen ähnlichen Zustand wie damals im Golden Age Arc und Guts verliert wieder einige seiner Freunde. Nur mit dem Unterschied, dass sie vermutlich, das ist jetzt meine Spekulation, nicht sterben werden, sondern nur temporär von ihm gelöst werden. Also, dass sie sich auflösen, dass sie in eine andere Welt kommen und dann muss man halt gucken, wie kann man die Connection wieder zu denen finden. Was aber ebenfalls bedeutet, dass ein ganz wichtiger Charakter von Guts gelöst wird, und zwar
Pack, meiner Ansicht nach. Das wird hier in dem Chapter nicht genauestens gesagt, wer da jetzt weg ist und wer nicht. Aber ich habe die große Vermutung, dass man jetzt den Schritt tätigt, dass man auch Pack auflösen lässt oder dass man die Connection von Pack zu Guts trennt. Und Pack ist natürlich ein wichtiger, essentieller Bestandteil für Guts Character Development gewesen. Ich weiß, viele Leute mögen Pack nicht, halten den für nervig und der ist so ein bisschen die Comedy-Schiene in dem ernsten Werk von Berserk eben, aber ich bin der Meinung, dass Pack ein essentieller Bestandteil für Guts Charakterentwicklung ist. Er war derjenige, der nicht von seiner Seite gewichen ist, auch wie arschig er dem Elfen gegenüber war, von Anfang an eben. Er hat dazu beigetragen, dass Guts wieder Menschen vertrauen konnte und so weiter. Also jeder, der Berserk gelesen hat, der weiß ganz genau, wovon ich spreche. Ich hoffe halt wirklich für Guts, dass er sich nicht 100% hängen lässt, weil jetzt dadurch, dass jemand wie Pack vielleicht nicht mehr an seiner Seite ist und das verhindern könnte, ist Guts vielleicht an einem Punkt angelangt, wo er in ein so tiefes Loch fällt, emotional betrachtet, dass er dort alleine nicht mehr rauskommen kann. Also das wäre auf jeden Fall sehr interessant, in was für eine Richtung das da demnächst gehen kann. Vielleicht muss man das auch machen, um Guts die nötige Stärke zu geben, dass er so verzweifelt wird, dass er dann Griffith doch etwas entgegensetzen kann, weil wir haben ja die letzten Kapitel gesehen, dass er da nicht heftig zu einem Effekt gekommen ist. Also er konnte Griffith gegenüber ja gar nichts entgegenbringen. Der war ihm ja haushoch überlegen. Holy shit. Also wir wissen noch nicht 100%, wer jetzt noch an Guts Seite ist und wer nicht. Wir haben nur von einigen Charakteren gesehen, dass sie sich aufgelöst haben in diesem Kapitel. Isma ist beispielsweise ein Charakter vom Guts Squad und das ist für Isidro beispielsweise auch eine gute Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, von dem Comedy-Character etwas wegzukommen und vielleicht seine eigene Motivation zu kriegen, gegen Griffith zu handeln, unabhängig davon, dass er einfach nur so sein möchte wie Guts, dass er ihn als Lehrmeister ansieht, dass er jetzt vielleicht auch seine eigene Chance bekommt, seinen eigenen Character-Arc vielleicht auch bekommt. Das würde ich ganz cool finden, weil auch Isidro ist ein bisschen mehr in diese Pack-Richtung gegangen, was einige für nervig empfunden haben. Jetzt sehe ich das Potenzial, dass man aus Isidro vielleicht einen zweiten Guts machen kann. Natürlich nicht 100% so wie Guts, aber ein bisschen zumindest. Also da hat man Ansätze, das finde ich cool und mal gucken, vielleicht macht man was da draus. Thema Griffith ist sehr interessant, er ist ein absolut bösartiger Motherfucker, muss man einfach sagen. Also, dass er jetzt auch wieder in einer harmonischen Situation reinkommt, wo Guts sich gerade darüber Gedanken macht, seinen Hass gegen Griffith hinten anzustellen und die Liebe zu Casca vielleicht zu priorisieren und seine negativen Gedanken einfach beiseite zu legen, kommt er wieder rein und macht alles kaputt und wagt es sich, den beiden wieder unter die Augen zu treten, was ich sehr krass finde auf jeden Fall. Er koexistiert mit dem Mondkind, was für mich bedeuten müsste, dass er Casca ausnutzt und sie gegen Guts ausspielt, weil Casca aktuell nicht gut auf Guts zu sprechen ist. Natürlich gezwungenermaßen wegen der Eclipse, weil sie daran erinnert wird durch Guts. Mit dem Mondkind hat Casca eine starke Verbindung. Ich denke, das hat man die letzten 100 Kapitel schon gut wahrnehmen können, auch schon zu einem Zeitpunkt, wo Casca noch nicht wieder zu ihr selbst gefunden hat oder wo sie nicht wiederhergestellt wurde, wo sie noch mental broke war, würde ich sagen, dass sie zu dem Kind schon mütterliche Instinkte hatte oder mütterliche Gefühle hatte. Von daher wird das hier eine ganz schwierige Situation für Guts werden. Er ist in einer schwierigen Position. Vielleicht wird Casca auch von Griffith überzeugt, nicht wieder zu Guts zurückzukehren. Vielleicht möchte sie dann auch selber lieber an Griffiths Seite bleiben, weil sie dadurch mit dem Kind vereint bleiben kann. Also das wäre auf jeden Fall emotional betrachtet das Todesurteil für Guts. Also das wäre sehr, sehr heftig. Ich finde, dass auf einer emotional
dramatischen Ebene. Richtig asozial, was Griffith hier gemacht hat. Also nicht nur durch die Eclipse, sondern bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ist einfach nur geisteskrank. Ich hasse den Typen. Er ist einer der besten Antagonisten overall. Das kann man nicht anders sagen. Also das habe ich selten so gesehen. Da hat man mir auch nicht zu viel versprochen. Das ist wirklich genau das, was jeder sagt. Und holy shit, Berserk ist einfach ein fucking Meisterwerk. Und die Chapter aktuell sind krasser denn je, kann man definitiv so sagen. Und ich bin sehr gespannt, was in der Zukunft noch kommen wird. Das wird emotional betrachtet für Guts auf jeden Fall wieder, wie immer, die Hölle werden. Damit wäre es das von meiner Seite aus zu dem aktuellsten Stand zu Berserk gewesen. Lasst mir gerne eure Eindrücke zum Manga, zu den Chaptern unten in den Kommentaren da. Und wie immer für den Support einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!